im Gespräch mit Juliane Günther, Bürgermeisterin der Gemeinde Kematen an der Ips. Herzlich willkommen. Wir gewähren Ihnen in unserem neuen Format einen Blick auf die Gemeinden, schauen detailverliebt in Organisation und Infrastruktur und schärfen die Sicht auf zukünftige Entwicklungen. Ins Blickfeld unserer heutigen Sendung schauen wir auf Bildung und Gesundheit. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen die Bürgermeisterin der Gemeinde Kematen an der Ips, Juliane Günther. Herzlich willkommen. Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Trotz des heißen Sommers ist heuer viel geschehen. Wir sind bei der Vorplanung für die Schulsanierung. Das ist natürlich wieder ein großer Brocken. Das alte Gebäude wird zum Teil weggerissen. Es ist der Bestand seit 60 Jahren. Und wir haben seit 30 Jahren oder seit 35 Jahren ein Hallenbad, das im Rohbau steckt und natürlich nie zu verwirklichen gekommen ist. Und das wollen wir als Turnsaal, als Bewegungsraum sanieren und ja, Schule erweitern. Kann man da schon Investitionskosten anberäumen? Naja, der gesamte Bereich kostet 4,5 Millionen. Das ist natürlich für die Gemeinde schon ein großer Brocken. Wenn man nicht Landesunterstützung bekommt, kann man so eine Sanierung nicht durchführen. Von der Planung her, von der zeitlichen Planung her, gibt es da schon Details? Naja, sicher wird das ein 2-Jahres-Bau werden. Wir haben auch in der Schule gesunde Gemeinde installiert. Wir kochen täglich frisches Essen für unsere Kinder. Daher muss auch die Schulküche vergrößert und erneuert werden. Wir haben hier eine Sonderschule noch im Anschluss, wo wir da auch Vorkehrungen treffen müssen. Es können ja wieder größere, ältere Kinder kommen bis zum 9. Schuljahr. Und da muss natürlich auch dementsprechend saniert und ausgebaut werden. Wir stehen ja hier am Standort der Volksschule. Da passiert ja einiges, nicht nur da, sondern auch vor der Schule, weil es sind ja sozusagen auch noch zusätzliche Räume bzw. Parkplätze organisiert worden. Das war auch ein größeres Projekt inwiefern und wir werden dann auch gleich hinwandern. Ja, gerade vor der Schule sollten auch Parkplätze sein und diese Zeit haben wir genützt. Das Haus war zum Verkaufen. Und da darf man keine Sekunde zögern, dass man so ein Projekt kauft und für den Parkplatz umsetzt. Ist natürlich auch zum Gegenzug für Parkplätze ziemlich viel Geld ausgegeben worden, aber trotzdem 120.000 Euro hat uns dieser Parkplatz gekostet. Aber wenn man jetzt dieses Eck sieht und was vorher dort gestanden ist, ich glaube, die Bevölkerung kann sich hier freuen und auch die Mütter, die die Kinder zur Schule bringen und auch für die Lehrerschaft ist es von großer Wichtigkeit, dass auch Parkplätze genügend vor der Schule sind. Wir werden uns das gleich einmal anschauen. Ja, hier der Parkplatz, wo einiges geschehen ist. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen, wie das gewachsen ist? Naja, ich habe gehört von der Bevölkerung, dass dieses Haus verkauft wird, habe mich sofort mit dem Gemeinderat zusammengesetzt und dass wir beschlossen haben, dieses Haus und dieses Grundstück zu kaufen. Ich glaube, jede Gemeinde weiß, wenn kein Parkplatz vor der Schule ist, was das bedeutet für die gesamte Bevölkerung oder die Leute, die vor Ort wohnen und auch für die Mütter sehr gut. Und für die Lehrer, dass genügend Parkplätze vor der Schule sind, dass jeder dementsprechend parken kann. Sie können uns ja diesbezüglich gleich einen kleinen Vorgeschmack geben, was da jetzt Neues umstrukturiert wird. Naja, erstens einmal sind das leerstehende Räume 30 Jahre oder 35 Jahre, wäre dort ein Hallenbad geplant gewesen, ist nie zum Verwirklichen gekommen. In den letzten Jahren war es sowieso nicht mehr möglich, weil die teuren Kosten, was also ein Hallenbad verschlingt. Wir haben gesagt, durch die gesunde Gemeinde, wir machen Bewegungsräume, wir haben sehr viele Vereine, die das nützen können. Wir haben einen Turnsaal, aber der ist natürlich ausgefüllt mit, wir müssen schauen, wir haben auch Nachmittagsbetreuung, dass diese in den Turnsaal kommen können. Und für die Vereine wird dieser Turnsaal jetzt saniert oder dieses Hallenbad saniert. Wir wandern gemeinsam dorthin. Ja, inzwischen bei unserem nächsten Stopp angelangt. Hier ist oder steckt viel Potenzial drinnen. Welche Investitionen wird es denn geben? Naja, dieses Hallenbad war geplant vor 35 Jahren. Es hat sich keiner darüber traut, dass dieser Turnsaal, wie wir ihn jetzt nennen, Bewegungsraum, dass der saniert wird. Ich mache diese Schritte, weil es einfach für die Kematener Bevölkerung wichtig ist. Wir haben so viele Vereine
Und wir haben einen Turnsaal seitens der Schule, aber der wird dann da genützt mit der Nachmittagsbetreuung. Und dieser Raum wird ein Bewegungsraum für alle Kemmertner Vereine. Und ich freue mich schon drauf. Eine gesunde Gemeinde lebt ja davon, dass wir Bewegung machen. Und wenn dieser Raum mit der Schulsanierung mitgeht, freue ich mich. Auch da brauchen wir Landesunterstützung, weil ansonsten können wir uns das nicht leisten. Dieser Raum im Winter sehr kalt, das ist für das Schulgebäude nicht gut. Toilettenanlagen sind halb fertig. Brause und alles, was dazugehört, was wir für einen Turnsaal brauchen. Die Räumlichkeiten sind vorhanden, aber nicht adaptiert worden. Und jetzt seitens der Gemeinde gehen wir das los. Wird mit dem Schulbau, das ist der erste Anfang, dass wir auch die Klassen unterbringen bei der Schulsanierung. Das ist dann der zweite Schritt, dass wir das Hauptgebäude wegreißen und der Vorplatz. In 3 Jahren hoffe ich, dass diese Sanierung vollendet ist. Auch der Zugang zur Volksschule ist ein leichter. Den schauen wir uns nämlich auch an, die Haltestelle, die Bushaltestelle, wo die Kinder dann aussteigen und zur Volksschule gehen können. Na, es ist mir wichtig, einen sicheren Weg für die Schulkinder zu haben und daher haben wir auch die Haltestelle verlegt. War auch ein kostspieliges Projekt, weil 20.000, 30.000 Euro haben wir auch hier investiert. Aber ein verletztes Kind in der Gemeinde Kimmerten ist zu viel und daher auch der sichere Schulweg zur Haltestelle. Sehr gut, da gehen wir jetzt hin. Ja, das ist mir einfach wichtig, dass wir da einen gesicherten Weg haben für die Schulkinder. Weil gerade speziell Kinder, die passen ja nicht auf und wenn dann zwischen die Autos die Kinder durchsausen. Und wie gesagt, ich habe es drinnen schon gesagt, ein verletztes Kind ist zu viel. Und Gott sei Dank hat die Postbusgesellschaft auch mitgespielt, dass wir die Haltestelle verlegen haben können. Ist ja nicht selbstverständlich, weil wir haben auch die Bundesstraße hier. Und dass mir das gelungen ist, dass wir die Haltestelle verlegen konnten, ist ein großer Gewinn für unsere Kinder. Ja, eine Bürgermeisterin, die sehr viel Wert legt auch auf die Lebensqualität in ihrer Gemeinde, insbesondere wenn es um die Bildung geht. Welche Schwerpunkte werden denn hier gesetzt? Ja, Bildung muss man bei den Kleinsten anfangen. Wir haben auch die Ferienbetreuung mit Lernbetreuung heuer erstmals. Dass die Kinder seit August schon wieder eingeschult werden für die Schule, ist mir ganz wichtig. Und da können alle Kinder kommen. Da gibt es dann die Ferialpraktikanten und auch die Lehrpersonen. Wir haben eine sehr tüchtige Frau Direktor, die natürlich da Schwung in die Schule bringt. Ich glaube, heuer haben sich 25 Kinder schon gemeldet für die Lernbetreuung. Jeder, der arbeiten geht, ist froh, wenn die Kinder gut aufgehoben sind und dass sie auch für das kommende Schuljahr schon ein bisschen einstimmen in den Schulbeginn und ins Lernen. Und das können wir uns anschauen, weil es wird gerade aktiv gearbeitet. Genau. Ja, wie man sieht, wird das Angebot sehr rege angenommen. Ja, die Bildung ist mir einfach wichtig. Und es haben sich heuer wirklich so viele Kinder gemeldet. Es sind auf ein paar Klassen aufgeteilt. Wird zum Teil mit Lehrpersonen gelernt und zum Teil mit unseren Ferialer. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Vorbereitung für die Schule trifft. Die Eltern sind natürlich froh, die arbeiten gehen müssen, dass die Kinder gut aufgehoben sind und dass doch die Lernvorbereitung auch schon geschieht. Wir haben eine sehr tüchtige Frau Direktor und das gesamte Lehrerteam und Helferteam, also es passt einfach alles. Wir haben wirklich lauter tüchtige Leute hier in der Schule und da ist auch eine gute Zusammenarbeit möglich. Und da macht man natürlich Arbeiten oder machen Arbeiten auch Freude. Und die Sanierung, ich freue mich schon, es ist natürlich eine große Herausforderung. Aber wie gesagt, Bildung ist einfach unsere Zukunft, was die Kinder lernen. Das sind unsere nächsten Arbeiter, Politiker, je nachdem, welchen Beruf sie einsteigen. Und hier werden sie in der Volksschule schon gut vorbereitet. Ja, vielen Dank für den schönen Rundgang, den wir da machen haben dürfen und einen Blick in das Bildungsangebot der Gemeinde Kemmern-Ips bzw. auch die Infrastruktur. Und bevor es zu Ende geht, nachher vielleicht ein Ausblick in die Zukunft. Welche Pläne hat denn die Frau Bürgermeisterin? Pläne sind genug im Kopf, nachdem dass man ja ab 2016 alles barrierefrei machen muss. Auch in der Schule wird ein Lift eingebaut.
steht auch das Gemeindeamt zur Sanierung bevor. Ja, Leichenhalle, auch der Tod kehrt mit eingebunden, wo wir nur ein kleines Kämmerlein haben. Aber das ist lauter Zukunftsmusik. Also Pläne habe ich jeden Tag. Kreisverkehr kommt Richtung Allertsberg und Kalsing. Da gibt es schon sämtliche Vorarbeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist wie zu Hause, wenn man ein Haus hat, gehört immer saniert. Und so ist es auch in der Gemeinde Kematen. Man darf nichts irgendwo übersehen. Man muss wirklich immer ein Ziel vor sich haben. Und natürlich geht es auch nur nach Geldsegen, was man Geld in der Tasche hat. So ist es zu Hause und auch hier in der Gemeinde auch das Gleiche. Ich wünsche mir natürlich alles Gute. Sage ich vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Und bei Ihnen zu Hause darf ich mich auch ganz herzlich bedanken fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch gute Unterhaltung mit unserem Programm auf M4TV. Auf Wiedersehen.